Jean hat mich angerufen und gesagt, er will den Vertrag nicht verlängern. Ich habe gesagt, das ist okay für mich. So einfach war es. War ein ziemlich kurzes Gespräch. Wiederum, ich glaube, das hätte man von seiner Seite, nicht von meiner, weil ich habe ja kein Problem damit, besser machen können als einen Telefonanruf. Das ist Günther Steiner, sozusagen der Erfinder des Haas-Teams in der Formel 1. Er war von 2014 bis Ende 2023 Teamchef des Haas-Rennstalls in der Königsklasse des Motorsports, ehe die Zusammenarbeit im Winter 2023 völlig überraschend beendet wurde. Es war letztendlich ein siebenminütiges Telefonat, in dem sich Steiner mit Clean Haas darauf geeinigt hat, nicht gemeinsam weiterzumachen. Ein Thema, über das er im gleich folgenden Interview mit uns gesprochen hat. Wir wollten von ihm auch wissen, ob er Nico Hülkenberg zutraut, auch in einem der absoluten Top-Teams durchschlagenden Erfolg zu haben und wie das mit Netflix läuft und wie viel davon wirklich echt ist und wie viel vielleicht doch gescriptet. Aber zuerst habe ich Günther Steiner auf sein klärendes Gespräch mit Ralf Schumacher und Peter Hardenacke von Sky angesprochen, das beim Saisonauftakt in Bahrain stattgefunden und in dem er auch signalisiert hat, dass er offen wäre für eine Aussprache, auch mit Mick Schumacher. Meine Frage an Günther war ganz konkret, ob es so eine Aussprache mit Mick schon gegeben hat oder ob sie denn inzwischen zumindest konkret geplant ist. Nein, mit Mick habe ich noch nicht gesprochen. Ich war ja nach Bahrain nur mal in Australien und ich hatte da so viel zu tun, da hatte ich ja keine Zeit, war auch besser, weil für solche Sachen braucht man eben Zeit, das muss man ruhig machen, das kann man nicht nur zwischen Tür und Angel besprechen. Deswegen, das wird sicher kommen und es gibt immer einen guten Zeitpunkt für solche Sachen, die muss man nicht auf Druck machen, so, will ich auch nicht. Ich meine, wir können darüber sprechen und habe auch kein Problem damit und ich glaube auch Mick nicht, aber mein nächstes Rennen bin ich in Miami. Und ich weiß gar nicht, ob er da ist oder nicht, aber wenn sich das mal ergibt, werden wir das auch erledigen. Weißt du, was ich sehr cool fand, war, als du gesagt hast in diesem Dreier-Interview mit Peter Hardenacke und Ralf bei Sky, dass du gesagt hast, ja, man muss jetzt auch mich verstehen, ich stand damals wahnsinnig unter Druck. Wenn ich dich jetzt so im Nachhinein frage, gab es irgendwo auch ein spezielles Interview oder eine Netflix-Situation oder irgendwas, wo du mit dem Wissen von heute und der Entspanntheit von heute sagst, okay, da habe ich vielleicht ein bisschen überzogen? Das kann man immer sagen, weil im Nachhinein kann man, der Mensch, der sagt im Nachhinein, er kann nichts besser machen, ich glaube, der ist falsch, man kann immer was besser, aber es gibt nicht ein Szenario, erstens, das Netflix-Ding habe ich nicht gesehen, deswegen weiß ich gar nicht, was da gespielt wurde, aber logischerweise, man kann immer sagen, man kann im Nachhinein immer alles besser machen, weil man ja Zeit hatte, darüber nachzudenken und auch weiß, was danach ja passiert ist. Das ist ziemlich einfach, jetzt dazu Ja zu sagen, aber ich glaube, da gibt es nicht eine Situation, wo ich sagen muss, da habe ich falsch oder richtig oder was immer gemacht. Für mich ist das Wasser unter der Brücke, das sind Situationen im Leben, mit denen man leben muss und ich glaube eben, mit Ralf, wir haben gesprochen und für mich weiter geht's. Onwards and upwards. Jetzt ist ja mein Gefühl, dass ein Teil dieser Spannungen damals vielleicht auch deswegen entstanden ist, weil in Deutschland Mick gefühlt in jedes Cockpit reingeschrieben wird, das irgendwo frei wird. Die Realität, zumindest so wie ich sie wahrnehme, ist ein bisschen eine andere, nämlich dass nicht jedes Formel-1-Team auf Mick Schumacher wartet. Müssen wir da in Deutschland vielleicht auch irgendwann akzeptieren, auch als Medienberichterstatter, da hast ja du auch sozusagen die Seite gewechselt, dass Mick vielleicht ein sehr guter Formel-1-Fahrer ist, aber jetzt nicht in die gleiche Liga reingehört wie ein Verstappen oder ein Leclerc oder wie sie alle heißen? Ich meine, das muss der Sport selbst entscheiden. Wie du gesagt hast, ist da einfach dieses, im Moment, Ende dieses Jahres sind ja wieder Cockpits nicht frei, würde ich sagen, sondern es gibt viele Fahrerverträge, die erneuert werden müssen. Deswegen hat Mick wieder eine Chance. Ich kann da jetzt nicht reinreden, ob da jemand sieht, Mick da reinzusetzen oder nicht. Das müssen die Teamprinzipien selbst entscheiden, die diese Teams leiten. Da will ich mich auch nicht einmischen. Irgendwann sicher, ich meine, im Moment fährt er ja für Alpine in der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Ist ja auch nicht so schlecht, das muss man auch mal dazu sagen. Irgendwann, das wird sich von selbst erledigen. Da können wir eigentlich nicht, wir, du und ich oder auch die öffentliche Meinung, ein Cockpit besetzen. Jetzt bist du ja einer, Günther, und gerade dafür schätzen wir dich so, der auch genauso redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und ich bin jetzt mal für einen Moment ganz genauso. Was wir noch nicht so hundertprozentig rausgehört haben, da würde mich mal deine Antwort darauf interessieren, bei dieser Trennung vom Haas-Team, von dir. Ja, wir reden jetzt über dich persönlich.
Wurdest du jetzt rausgeschmissen oder bist du gegangen? Was ist deine Wahrnehmung der Situation? Mein Vertrag, Gene hat mich angerufen und gesagt, er will den Vertrag nicht verlängern. Ich habe gesagt, das ist okay für mich. So einfach war es. War ein ziemlich kurzes Gespräch. Wiederum, ich glaube, das hätte man von seiner Seite, nicht von meiner, weil ich habe ja kein Problem damit besser machen können als einen Telefonanruf. Wir waren ja 10 Jahre zusammen und alles falsch habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht, würde ich so sagen. Aber ich kann damit leben, das war so, ich habe da auch nicht verhandelt und probiert, okay, weil ich war sehr frustriert, was im letzten und das Jahr davor passiert ist mit dem Team, dass man einfach, wenn man nicht mithalten kann mit der Konkurrenz, ist es sinnlos, Leib und Seele da reinzusetzen. Irgendwann muss man zu dem Rückschluss kommen, will ich nur dabei sein, um eine Arbeit zu haben, oder will ich Erfolg haben? Ich will Erfolg haben und was immer das auch ist. Und ich habe nicht gesehen, dass das möglich ist. Und sie haben gesagt, wir müssen über den Vertrag Verlängerung und ich weiß nicht, ob er verhandeln wollte. Aber ich habe gesagt, okay, dann verlängere ich nicht. Deswegen ist da keine klare Entscheidung, wer wen was gesagt oder wer wen rausgeschmissen hat. Wenn du sagst, es war so ein bisschen frustrierend, die Situation, auch deswegen, weil deiner Meinung nach Investment ins Team gefehlt hat oder was war der Grund für diesen Frust? Absolut. Ich meine, man sieht, was die anderen 9 Teams gemacht haben, nachdem dieser Budgetdeckel eingeführt wurde, musste man in die Fabrik und so weiter investieren. Wir haben das nicht gemacht, weil sonst kannst du aus dem Budgetdeckel, den du zur Verfügung hast für deine operativen Kosten, hast du zu wenig Geld, weil du ja andere Leute dafür bezahlen musst. Und irgendwie kannst du da nicht mithalten. Und wenn du das siehst, du kannst nicht mithalten, du musst etwas ändern an deinem Geschäftsprinzipien und er will das nicht machen. Ich habe es probiert, mehrmals zu machen, auch mit Investoren zu finden und so weiter. Er will das nicht machen und zum guten Schluss muss ich ihm da recht geben, das Team gehört ihm und nicht mir. Er kann entscheiden, was er macht. Da bin ich auch erwachsen genug. Ich habe viele andere Sachen, die ich im Leben machen kann. Das ist nicht, womit ich mich identifiziere. Deswegen, wenn ich keinen Erfolg haben kann, mache ich was anderes. Es gibt viele Sachen im Leben, die ich noch tun will. Es ist super, dass wir dich heute mal persönlich sprechen können, weil das gibt uns auch so die Gelegenheit, ein Gerücht abzuklopfen, dass sich da im Paddock ein bisschen verselbstständigt hat, ob es wirklich stimmt. Es gab ein Gerücht, Günther, dass du einen Sponsor an der Angel hattest, mit der in das Team hätte investieren wollen und dass im Zuge dessen du auch gesagt hast, ich möchte da auch ein paar Anteile am Team dafür erhalten. Ist vollkommener Blödsinn oder ist da irgendwie was Wahres dran? Mehrere. Es gibt in der Formel 1 Investoren, gibt es jetzt mehrere für ein Team, da braucht man nicht lange suchen. Logischerweise hatte ich auch welche, aber nicht, dass ich da Druck aufgebaut habe, dass ich Anteile wollte. Okay. Weil du hast vorher ja gesagt, Clean Haas hätte es vielleicht ein bisschen eleganter lösen können, hast du heute noch Kontakt zu ihm oder nicht mehr? Nein. Okay. Seine eindeutige Antwort. Jetzt ist dein Nachfolger ja Ayo Komatsu, ein Mann, den du ja selbst in dieses Team auch reingebracht hast. Ist das, du kennst ihn sehr gut, einer, der das Team voranbringen kann? Ist er der Richtige für diesen Job? Ich möchte nicht Leute, die mir nachfolgen, sagen, ob sie es können oder nicht. Das will ich nicht machen. Und zweitens, ich weiß nicht, was Gene Haas vorhat. Es hängt nicht nur an ihm, sondern auch am Team, was passiert. Deswegen, darauf kann ich nicht antworten. Jetzt erinnere ich mich, Günther, ins Jahr 2013 zurück, wenn ich mich recht erinnere. Da bist du in Austin im Paddock rumgelaufen und wir haben dann einen Kaffee getrunken und du hast damals gerade Finanziers für das Team gesucht, das später dann irgendwann das Haas-Team wurde. Kann man das in der historischen Betrachtung so sagen, dass man sagt, okay, die ganze Idee für dieses Haas-Team, wie es heute existiert, die kam von dir und Gene Haas, das ist der das Geld eingebracht hat? Absolut. Ja, das ist komplett richtig. Ja. Ich habe einen Geschäftsplan geschrieben und habe mehrere Leute angesprochen, ob sie ein Team gründen wollen. Und einer war Gene Haas und der hatte die Mittel dazu und wollte es machen, aber die Idee kam von mir. So, und damit hattet ihr gerade am Anfang auch wirklich sehr beeindruckende Erfolge. Im Nachhinein, für dich ist es ja zu Ende, dieses Abenteuer, im Nachhinein, was waren so die größten strategischen Fehler, die man vielleicht über all die Jahre dann auch gemacht hat? Ich glaube, der strategische Fehler war erstens 2020, als die Pandemie ausgebrochen ist, alles zurückzuschrauben. Das war wieder ein Neuanfang fürs Team. Da hätte man weiter investieren sollen und aufbauen aus dieser Phase, wo alle geruht haben. Da haben wir komplett, wurde komplett falsch gemacht, weil einfach er wollte das Team ja schließen 2020.
Da habe ich ja wiederum Sponsoren gefunden, um das Team weiterzuleiten. Und dann der strategische Fehler war, als der Budgetdeckel kam, dass man nicht die Produktion und Design aufgebaut hat, sondern immer gleich weitergemacht hat, alles von außen dazu zu holen. Das war strategisch falsch und deswegen glaube ich eben, ist es schwierig. Das Team wird sicher überleben und alles, aber dass du aufs Podium kommst, wird so sehr schwierig. Ich meine, man kann da nicht sagen, wenn Gene 7., 8., 9. werden will, ist das bestimmt gut genug, was da ist. Aber um Erfolg zu haben, braucht es mehr. Das habe ich häufiger mal in Kommentaren gesagt, dass man bei Gene Haas manchmal das Gefühl gewinnt, dass er eigentlich gar nicht jetzt den letzten Zug zum Tor hat im Sinne des Erfolgs, sondern dass er Formel 1 vielleicht aus anderen Gründen macht. Wie beurteilst du das, Günther? Ich kenne den Mann zwar gut, aber was er wirklich denkt, weiß ich nicht. Das Interview mit Günther Steiner haben wir am 2. April 2024 aufgezeichnet. Unsere Kanalmitglieder konnten es schon vor der eigentlichen Veröffentlichung in voller Länge sehen, ohne Werbeunterbrechungen. Wie ihr auch Kanalmitglieder werden könnt, das findet ihr über einen Link in der Videobeschreibung am besten heraus. Und wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann an der Stelle gern einmal den Daumen nach oben drücken. Vielen Dank dafür. Jetzt gibt es viele in der Formel 1, die aktuell sagen, du kennst die Diskussion ja auch um Andretti, diesen neuen Bewerber auf den 11. Platz, die sagen, wir verstehen nicht ganz, was hat Andretti nicht, was Haas wiederum mitbringt, warum wurden die abgelehnt? Du kennst ja bestimmt die Reaktionen der Fans. Was sagst du denen? Was ich sehe, ist erstens, die Entscheidung liegt bei der FOM und die müssen schauen, dass ein Geschäft, das im Moment sehr gut läuft und ein Sport, nicht nur das Geschäft, nicht nur das Finanzielle, als Sport sehr gut funktioniert. Und wenn die sehen, dass wenn man ein 11. Team dazu gibt, dass es vielleicht strategisch nicht richtig ist, weil dann die anderen 10 Teams, die da sind, schwächer werden und die dann vielleicht wegfallen, dass es deswegen nicht erlaubt wird oder dass sie deswegen das 11. Team nicht wollen. Mehr ist nicht immer besser. Im Moment muss man die 10 Teams, die ja viel investiert haben in diesen Sport, unterstützen, dass sie wirklich für immer da sind. Man hat ja gesehen, wie fragil die Formel 1 eigentlich ist. Man hat es in 2020 gesehen. Ich meine, ich war bei den Gesprächen dabei, wo 3 Teams nicht sicher waren, ob sie weitermachen oder nicht. Das kann jedes Jahr wieder passieren. Und umso mehr du das aufteilst, umso größer ist diese Möglichkeit. Und wiederum, das ist eine strategische Entscheidung von Formula One Management, nicht von den Teams. Die Teams haben eigentlich die können da nicht wählen. Das ist eine Geschäftsentscheidung und eine Sportentscheidung für die Formel 1. Und deswegen, die haben genau die Hintergründe und was deinen Teams vorgeht. Und die haben entschieden, dass es besser ist, auf die 10 Teams, die stabil sind, sich zu konzentrieren, als den 11. das zuzugeben. So einfach ist das. Logischerweise, man kann nie alle glücklich damit machen, mit solchen Entscheidungen. Alle glücklich machen, Günther, du bist jetzt sozusagen mal in einer, ich nenne das mal Zwischenrente. Ich glaube, das ist ein Begriff, mit dem du dich auch ganz wohl fühlst, oder? Gibt's denn schon Angebote, abseits nur Fernsehexperte, irgendwas wieder zu machen im Motorsport? Im Moment, ich würde, wenn das die Zwischenrente ist, dann weiß ich nicht, wie die Rente ausschaut. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Ich mache mehrere Sachen direkt im Motorsport. Ich habe mit Leuten gesprochen darüber, aber für mich im Motorsport etwas zu machen, in der Funktion ein Team zu leiten, auf gut Deutsch, muss es passen, dass man einfach die Möglichkeit hat, nach vorne zu gehen. Weil sonst hätte ich ja verhandeln können, mit Haas da zu bleiben. Das wollte ich ja nicht. Ich will wirklich mal nach vorne gehen und wenn es möglich ist, okay. Sonst geht es mir auch gut. Du hast ja immer noch deine Firma Composites, wie heißt die eigentlich genau? Fireworks Composites. Fireworks Composites, genau. Ja. Das ist auch ein Fulltime-Job, nehme ich an, wenn du dich darum wieder kümmerst, operativ. Nein, operativ macht das mein Geschäftspartner. Der macht das sehr gut, der braucht mich nicht. Der hat mich die letzten 10 Jahre nicht gebraucht. Ich bin strategisch da involviert, war ich auch immer, aber nicht operativ Tagesgeschäft. Das ist, die Firma läuft sehr gut, wir haben über 200 Angestellte, deswegen, da braucht man sich nicht einmischen im operativen Geschäft, da ist einfach die Strategie da, da bin ich dabei, da war ich immer dabei, aber das nimmt nicht sehr viel Zeit weg.
Apropos Angebote, Günther, aus deutscher Sicht interessiert uns natürlich auch einer deiner letzten Fahrer, die du hattest, nämlich Nico Hülkenberg. Und da haben wir gehört, dass Audi bzw. Sauber an ihm schon ein bisschen rumgegraben hat, dass die ihn eigentlich 2024 am liebsten schon gehabt hätten. Das aber nicht ging, weil du mit ihm einen Vertrag für 24 gemacht hast. Kannst du das so bestätigen? Deckt das mit deiner Wahrnehmung davon? Oh, dass er 24 Vertrag hatte mit Haas, das stimmt. Was er mit Sauber gemacht hat, weiß ich nicht. Da muss man Nico fragen. Ganz viele, mit denen wir gesprochen haben, schwärmen in den höchsten Tönen von Nico Hülkenberg, mit denen er früher gearbeitet hat. Zum Beispiel Bert Zehnder hat gesagt, das ist der beste Qualifier, den er je in einem Sauber gesehen hat. Jetzt sucht ja unter anderem gerade Mercedes einen Fahrer und Nico war bisher noch nie in einem Top-Team. Angenommen, ein Top-Team würde sich tatsächlich mal dazu entscheiden, einen Nico Hülkenberg trotz fortgeschrittenen Alters noch reinzusetzen. Würden die damit einen Fehler machen? Nein, die würden keinen Fehler machen. Jetzt muss ich überlegen, wie ich antworte. Ich glaube, Nico wäre sehr gut für jedes Team. Ich will jetzt nicht auf gutes Team, schlechtes Team. Nico ist immer gut. Ich meine, ich glaube, er hat es auch gezeigt. Er hatte, ich glaube, 2 Jahre war er weg oder vielleicht sogar 3, als wir ihn wiedergeholt haben. War sofort da und wie er fährt. Ich meine, sieht ja jeder. Ich meine, und auch als Mensch ist er komplett okay. Keine Starallüren und nichts, ist sehr cool, aber sehr will wieder Rennen fahren und vielleicht auch gewinnen. Oder mal aufs Podium, nennen es mir mal so. Jetzt ist Nico zweifellos einer der besten Qualifier. Ja, ich glaube, da fährt der Zug drüber, da sind sich auch alle einig. Im Rennen hat man gesehen, dass Kevin Magnussen immer ein bisschen näher an ihm dran war. Oder vielleicht sogar komplett auf Augenhöhe, manchmal wahrscheinlich sogar besser. Kann das auch damit zu tun haben? Auch da möchte ich mal so eine Wahrnehmung, die immer über Nico Hülkenberg gesagt wird, mit jemandem besprechen, der ihn jahrelang aus nächster Nähe erlebt hat. Kann das auch damit zu tun haben, dass Nico einfach die Reifen im Qualifying so sehr, so schnell auf den Peak bringt für diese eine Runde, dass aber genau das im Rennen dann manchmal ein bisschen wehtut, weil er sich dann zu schnell überhitzt? Im Qualifying sicher weiß er genau, wie alles anzugehen. Ich meine, wie du gesagt hast, er ist einer der Besten im Qualifying. Man kann nie sagen der Beste, aber er ist in den Top 3 sicher dabei. Im Rennen, ich glaube, da gibt man ein bisschen zu wenig Kredit. Es ist halt schwierig mit dem Auto. Letztes Jahr, das Auto im Rennen war einfach, was es war, haben wir alle gesehen. Da kannst du machen, was willst. Das Auto kann es nicht fahren. Dieses Jahr, ich würde sagen, er ist ungefähr gleich wie Magnussen, aber Magnussen im Rennen ist gut, ist ein Kämpfer. Man darf auch nicht das vergessen, dass Magnussen im Rennen sehr gut ist. Man muss immer sehen, mit wem man ihn vergleicht. Man kann jetzt nicht sagen, weil Magnussen im Qualifying nicht so gut ist wie Nico, ist er auch im Rennen, sollte er im Rennen auch nicht so gut sein wie er. Nein, Magnussen ist im Rennen sehr gut und ich glaube, Nico, da halten sie sich die Waage, die zwei. Günther, jetzt müssen wir noch ein bisschen über Netflix reden. Du bist ja für viele nur noch der Netflix-Günther. Du bist letztendlich auch durch Netflix zu sowas wie einer globalen Celebrity geworden. Jetzt scheinst du als Südtiroler Bur nicht akut gefährdet zu sein, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Aber kannst du verstehen, dass es dann doch irgendwie auch ein bisschen süchtig machen, dass es süchtig machen kann, wenn man erkannt wird von Menschen, wenn einem Leute im Restaurant vielleicht eher einen Tisch geben oder ich weiß ja nicht, was das sonst noch so für Benefits mit sich bringt vielleicht. Oder dass in Südtirol vielleicht mal der Polizeibeamte einen Strafzettel wieder wegknüllt oder so. Das wäre zu schön. Ich kenne zwar die Leute in meiner Stadt, aber ich kriege vielleicht mehr Strafzettel als alle anderen. Aber nein, ich glaube, ich verliere den Boden unter den Füßen nicht. Ich meine, das ist für viele Leute ist das wunderbar zu sein, aber manchmal ist es auch mühsam. Ich meine jetzt nicht, dass es lästig ist, aber im Restaurant zu sitzen, für das lebe ich nicht. Ich meine, das ist einfach nicht meine Lebenseinstellung. Und du kannst auch Leute fragen, die mich seit Jahrzehnten kennen. Ich habe mich eigentlich nicht geändert. Und du kennst mich auch schon Jahrzehnte, würde ich sagen. Habe ich mich geändert? Eigentlich nicht. Ob ich jetzt einen Tisch im Restaurant kriege oder nicht, ist mir ist eigentlich manchmal sogar zu blöd zu fragen, wenn sie fragen, wer du bist, meinen Namen zu sagen. Weil das brauche ich nicht. Das brauche ich im Leben nicht. Das wird auch wieder aufhören, aber das ist halt mal so geworden, ohne dass ich das eigentlich darauf hingearbeitet habe oder gezielt darauf hingearbeitet habe, diesen Netflix-Ding zu machen, weil das wiederum auch, siehst du, ich schaue es nicht, weil ich mich nicht ändern will. Hat sich da die Wahrnehmung von dir als Person nur in Nordamerika geändert oder auch in deiner Heimat, wenn du wirklich zu Hause bist in Südtirol, weil die kennen dich ja eh alle vorher schon. Genau, die meisten Leute kennen mich da und da hast nicht dieses
die wissen, dass ich im Sommer da bin. Das ist dasselbe hier in Nordamerika, wo ich jetzt bin, in Charlotte. Die Leute kennen mich, die grüßen dich, aber die wissen, wer du bist. Aber nicht, dass sie jetzt mal aus den Wolken fallen. Das passiert mehr Leuten, wenn du auf dem Flughafen bist, weil die glauben ja nicht, dass es dich wirklich gibt, weil man sie gewöhnlich nur im Fernsehen sieht. Das geht einfach so. Und daran irgendwie gewöhnt man sich und dann macht man halt ein Selfie und vorbei ist es. Mich interessiert dieses Netflix-Thema auch noch, wenn man dich da jetzt dann sieht, ich weiß, du hast es ja gar nicht selbst gesehen, aber du warst ja beim Filmen dabei, wenn man dich da jetzt sieht in den Weinbergen mit Mattia Binotto, ist das dann so, dass dich der Mattia von sich aus eingeladen hat oder du ihn und dann ist halt zufällig Netflix dabei, weil die gesagt haben, könnte man schön filmen, oder wurde das alles für Netflix, dieses Treffen arrangiert? Ich glaube, das interessiert auch ganz viele unserer Zuschauer. Nein, die Sache war so, die wollten etwas filmen mit Mattia und dann sind wir auf die Idee gekommen, was könnten wir eigentlich zusammen machen? Und dann haben wir dieses, er macht ja Wein, und da habe ich gesagt, zeig mir mal, was du da zusammenbastelst. Und dann logischerweise ist es einfach zusammengekommen, es ist dasselbe, wie ich damals auf den Ortler bin. Ich wäre sowieso auf den Ortler gegangen, irgendwann, nur das hat halt, okay, ich gehe diesen Sommer auf den Ortler und habe gesagt zu Netflix, wenn ihr mitkommen wollt, die haben etwas gesucht, was machst du im Sommer? So passiert das gewöhnlich. Die sagen, was machst du außerhalb der Arbeit außerhalb der Formel 1 diesen Sommer, wenn Ferien sind. Ich mache das und jenes. Dasselbe war mit Mattia. Die haben gesagt, was machst du? Ich sage, willst du mal meinen Wein, wie ich Wein mache, anschauen? Ich habe früher auch mal Wein gemacht. Ich sage, ja, komme ich gerne dazu. Und hat Netflix, okay, dann kommen wir mit. Das war, wie gesagt, dasselbe am Ortler. Ich wollte auf den Ortler mit meinem Neffen. Haben wir gesagt, jetzt gehen wir hoch. Und ich sage, okay, dann kommen wir mit. Die wussten nicht, was sie sich antun. Mhm. Nachher haben sie es gewusst. Vergisst man die dann irgendwann, dass die dabei sind? Das ist was, was ganz viele sagen, dass du, klar merkst du die Kameras und man kann jetzt nicht wegleugnen, dass die da präsent sind, aber vergisst man das irgendwann, wenn sie den ganzen Tag mit dir filmen? Das ist mir komplett egal, Christian, weil ich mache ja nichts Schlechtes, sondern ich habe gesagt, ich bin ja nicht Schauspieler, ich muss ja nicht schauspielen. Und du kannst ja auch nie, du weißt ja auch nie, was sie wirklich reinnehmen, und das ist mir auch egal. Viele Leute glauben, sie müssen da eben gut spielen, dass sie dann in die Serie kommen. Die machen ja Stunden, wenn nicht tageweise Material von den Leuten. Und dann reinkommen 20 Sekunden, aber du hast keine Ahnung, was, und du kannst es nicht beeinflussen. Ich will es auch nicht beeinflussen. Manche Leute, glaube ich, möchten ein bisschen mehr, dass sie mehr drin sind, aber da entscheidet Box-to-Box selbst. Jetzt hat der Thomas Gottschalk, den kennst du ja, oder? Ich weiß, wer es ist, ja. Ich kenne ihn persönlich, ja. Der Thomas Gottschalk hat mal sinngemäß gesagt, ihn hat es immer sehr geerdet, wenn er am Samstagabend irgendwo Wetten, dass aufgezeichnet hat, und da hat der ganze Saal natürlich applaudiert, als er in den Raum kam, und er hat gesagt, ihn hat es immer sehr geerdet, wenn er dann zu Hause reinkam und seine Frau hat nicht applaudiert, sondern hat erstmal gemeckert, weil er bitte den Müll raustragen soll oder ähnliches. Was ist denn Günther Steiner für ein Typ zu Hause? Bist du auch der dann den Rasen selbst mäht und die Glühlampen selbst wechselt, oder hast du da Leute, die dir helfen? Nein. Ich mache das meiste selbst zu Hause. Ich bin da ziemlich praktisch. Ich habe jemanden, der den Rasen mäht, weil wenn man weg ist, dann kann man das nicht machen, weil ich bin viel weg, weil sonst hast du einen Saustall auf gut Deutsch. Aber den Rest mache ich alles selber. Lampen, Müll raus, Sonntagabend geht der Müll raus, kannst bei mir schauen, dann mache ich. Okay, sehr cool. Und die letzte Frage, Günther, eine ganz wichtige, haben mir ganz viele unserer User mitgegeben: Wann kommt der Günther Steiner wieder an einen Stammtisch? Das haben wir einmal gemacht, oder? Das haben wir einmal schon gemacht, ja. Was sind wir jetzt im April? Ende April, also wenn du da was hast, mach mich da rein, wenn die User fragen. Perfekt, dann machen wir irgendwann für Mai mal einen Termin. Genau, machst du für Mai einen Termin, ja. Soweit unser Interview mit Günther Steiner, das unsere Kanalmitglieder, wie gesagt, schon ein bisschen vorab sehen konnten, und zwar werbefrei. Ein Inhalt, den wirklich nur unsere Kanalmitglieder sehen können, das ist unser monatlicher Stammtisch. Im März war Peter Bayer zu Gast, der CEO der Racing Bulls. Bevor die Kanalmitglieder Gelegenheit hatten, ihm ihre eigenen Fragen zu stellen, war kurz ich dran mit einem moderierten Interview. Das könnt ihr jetzt hier als nächstes Video sehen oder hier ein anderes Video auf unserem Kanal.